Sexuelle Belästigung. Was versteht man darunter? Wo fängt sie an? Wie reagiert man, wenn man betroffen ist? Und wo kann man sich Hilfe holen? Was genau bedeutet eigentlich sexualisierte Gewalt oder sexuelle Belästigung? Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt bezeichnet jedes Verhalten mit sexuellem Bezug, das von der betroffenen Person als grenzüberschreitend, das heißt unerwünscht und entwürdigend bzw. verletzend empfunden wird oder darauf gerichtet ist, diese Wirkung zu erzielen. Dabei ist es völlig egal, ob die Verhaltensweise beabsichtigt ist oder nicht. Die Wirkung auf die belästigte Person ist entscheidend. Wann eine Grenze überschritten ist, ist subjektiv und hängt von der betroffenen Person ab. Jede Person entscheidet selbst, wo ihre Grenzen liegen und wann diese überschritten sind. Sexuelle Belästigung kann sich verbal, nonverbal oder körperlich äußern. Dazu gehören zum Beispiel anzügliche Bemerkungen und Witze oder die Aufforderung zu intimen oder sexuellen Handlungen, Hinterherpfeifen, das Schreiben unerwünschter E-Mails, SMS, Fotos oder Videos, jede unerwünschte Berührung, körperliche Gewalt sowie jede Form sexualisierter Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung. Sexuelle Belästigung ist kein Flirt. Wenn das Verhalten unerwünscht, einseitig ist, die Grenze der anderen Person überschreitet, berufliche Vorteile bei Entgegenkommen versprochen oder Nachteile bei Verweigerung angedroht werden, dann ist das sexuelle Belästigung. Nein heißt Nein. Sexuelle Belästigung kann für die Betroffenen sowohl psychische wie körperliche Folgen haben, ist rechtswidrig und damit strafbar. Nach dem deutschen Länderbericht einer EU-weiten Studie über sexuelle Belästigung und Gewalt an weiblichen Studierenden sind 54,7% der befragten Studentinnen, also jede zweite, während der Zeit ihres Studiums sexuell belästigt worden. 3,3% waren sogar sexueller Gewalt ausgesetzt. Ein Drittel der Angriffe kam aus dem Umfeld der Hochschule. Zu den übergriffigen Personen zählen neben Lehrenden und anderen Hochschulangestellten auch Kommilitonen. Bei sexueller Belästigung ist das Geschlecht ein maßgeblicher Faktor. Hauptsächlich sind Frauen betroffen, aber auch Homosexuelle oder Transpersonen. Weitere Faktoren wie eine Behinderung, eine männerdominierte Branche, junges Alter, Migrationshintergrund, das heißt Mehrfachdiskriminierung, spielen eine Rolle. Was kann ich tun, wenn ich einen Vorfall erlebe oder miterlebe? Wenn ich selber betroffen bin, hier ist es natürlich am besten, wenn ich es in der Situation schaffe, mit Worten eine deutliche Grenze zu ziehen. Ein deutliches Nein, das will ich nicht, lassen Sie das, fassen Sie mich nicht an, stopp! Ein Nichtreagieren ist natürlich auch eine Reaktion auf sexuelle Belästigung oder Stalking. Ein Ignorieren oder der Versuch, scherzhaft damit umzugehen, ist aber leider nur in wenigen Fällen erfolgreich. Weitaus größer ist die Chance, wenn ich aktiv und offensiv reagiere. Der Vorfall sollte am besten direkt nach der Tat schriftlich dokumentiert werden, mit Angabe von Datum, Uhrzeit, dem Ort. Vielleicht ist der Name der betreffenden Person bekannt, vielleicht gibt es Zeugen. Zur Dokumentation gehört auch die genaue Beschreibung des Vorfalls. Manchmal gibt es Beweise, wie zum Beispiel E-Mails oder Chats, die ihr sicherstellen könnt. Oft ist es sehr schwierig, sich in der Situation zu behaupten oder zur Wehr zu setzen. Es kann gut sein, dass ich mich in der Situation total überrumpelt fühle oder ich bin unsicher, ob ich die Situation richtig einschätze. Im Nachhinein spielt Scham auch eine große Rolle, zum Beispiel, dass ich es nicht geschafft habe, mich zu wehren. Klar sollte aber sein, nicht mein Verhalten war nicht in Ordnung, sondern das des Täters oder der Täterin. Oft bekommen wir auch rückgemeldet, ach, das hast du missverstanden oder das habe ich nicht so gemeint, du nimmst das viel zu ernst. Wichtig ist, das eigene Empfinden wahrnehmen, auf die eigenen Gefühle achten, Grenzen bewusst machen und ernst nehmen. Eine Grenze zu setzen ist super wichtig. Wenn nicht ich selbst, sondern eine andere Person von sexueller Belästigung oder Gewalt betroffen ist, dann wäre es super hilfreich, wenn ihr sie ermutigen könntet, sich Hilfe zu holen. Gerne könnt ihr der Person anbieten, sie dabei zu unterstützen und zu begleiten. An wen kann ich mich wenden, wenn ich sexuell belästigt wurde? Das können Personen im privaten Umfeld sein, zum Beispiel FreundInnen, die Familie oder KommilitonInnen. Uns vom Team Gleich findet ihr im Gleichcampus, im G-Gebäude in Raum 030. Die Ansprechpersonen an der HTWG für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, Diskriminierung und Mobbing laut unserer Satzung sind neben mir Georg Umlauf und Lena Link. Ihr könnt euch auch an die Gleichstellungsbeauftragte, ProfessorInnen, zu denen ihr Vertrauen habt, die Fachschaft
oder die zentrale Studienberatung wenden. Auf unserer Homepage findet ihr auch die Kontakte zu externen Fachstellen wie Frauen helfen Frauen in Not in Konstanz, zum bundesweiten Hilfetelefon oder der Polizei. Wie sieht die Vorgehensweise bei uns an der HTWG aus? Wenn ihr mich oder eine andere Person anspricht, ist erstmal das oberste Gebot Vertraulichkeit. Das heißt, wir werden keine weiteren Schritte unternehmen, ohne dies mit euch abzustimmen. Wenn ihr einfach nur reden wollt, dann ist das völlig okay. In der Regel läuft es so ab, dass alles Weitere in gemeinsamen Gesprächen festgelegt wird. Oft heißt das, dass wir die beschuldigte Person zu einer Stellungnahme auffordern. Manchmal ist es so, dass daraufhin recht schnell eine Entschuldigung folgt und wir das Verfahren abschließen können. Es kann sehr unterschiedlich laufen, je nach Fall und Reaktion. Die Satzung gibt uns die Möglichkeit, weitere Eskalationsstufen und auch Sanktionen vorzunehmen. Mehr Informationen, Kontaktdaten von Ansprechpersonen und Anlaufstellen gibt es auf unserer Website oder unserem Instagram-Kanal.